Herr Selenskyj ist im Grunde eine tragische Figur. Er ist ein Kämpfer. Er hat vor dem Krieg bereits angeboten. Suggerieren Sie nichts, was nicht stimmt, bitte. Er hat das ist wirklich traurig. Sie sagen, Selenskyj ist an diesem Krieg schuld und das ist einfach unverschämt. Sie sagen, dass Selenskyj hätte einen Frieden unterschreiben können.